Ja, ich bin in dieser merkwürdigen Weg hier hochgegangen, in dieses verlassene Parkhaus, das nicht mehr genutzt wird. Hier sieht man aber nur, es ist nicht mehr so richtig, es regnet dort. Und auch ist nicht mehr so sehr benutzt. Jetzt muss ich mal versuchen, höher zu kommen, weil ich schätze mal, es ist ganz oben. Und unten stand ja nun nur an einer Litfaßsäule GC plus 18 Meter mit dem Pfeil nach oben. Das ist allein schon geil. Im Moment sehe ich hier noch keinen. Also ich scheine hier allein zu sein, worauf ich jetzt nicht wetten würde, aber sieht im Moment so aus. Ich werde jetzt mal höher gehen. So, auch hier drüben sind Wohnhäuser, die sind auch bewohnt. Das Parkhaus selber, wie du siehst, unglaublich. Und hier immer wieder gebaut wird. Hier ist ein ganzer See. Ja, dann werde ich jetzt mal Station 2 suchen. Na, da drüben wohnen auch welche, die können wir schön zugucken. Bis dann. Ja, hier nochmal so ein Zwischenteil. Hier geht es in die Decke. Hier sind die Luken auf. So. So, jetzt stehe ich mal wieder unter Dach. Natürlich auch sehr angenehm. Es ist wirklich eine merkwürdige Atmosphäre mitten in Altona und völlig verwahrlost. Ja, den Cache habe ich auch schnell gefunden. Das zeige ich dir nochmal. Eigentlich ganz witzig, offen hängt der hier so in der Plastiktüte und den wird keiner anfassen, weil alle denken, dass was völlig versifft ist. So, jetzt werde ich diese Halbrunde hier runterlaufen, mich zum Kletteraugus begeben und mal schauen, was noch so heute kommt. Also der hier war schon mal erste Sahne, muss man sagen.